Okay, gut, wunderbar. Dann haben wir gleich unsere Fuel Rods. Und dann kann das hier hoffentlich endlich weitergehen. So. Ach ja, der ist ja jetzt hier natürlich beschäftigt. Der kann jetzt das Steel Dust nicht schmelzen. Das bleibt hier jetzt irgendwo im Puffer hängen. Verdammt. 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 Mann, ich muss das hier ausmachen. So off. Wo ist denn das Steel Dust? Da. Das muss doch irgendwo landen. Da ist es. Okay, wunderbar. Und der sollte ja eigentlich schneller herstellen, als der Furnace schmelzen kann. Ja, tut er auch. Gut, dann können wir das wieder reingeben. Ja, gut, wunderbar. Dann machen wir Autosort auch wieder an. Und jetzt kommt unser Steel langsam aber sicher in die Hütte geflattert. So, eine zweite Yallurium Fuel Rod. Okay, wir müssen Geduld haben. Bitte haben Sie Geduld. Ihr Steel wird hergestellt. Ich habe aber keine Geduld, verdammt. Dieser verdammte Flexbeard-Kram hier war voll für den Arsch, völlig umsonst. Haben wir eigentlich irgendwas von Immersive Engineering schon angefangen? Also klar, wir hatten den Crusher, aber wir haben keinen Squeezer und keinen Fermenter, nicht wahr? Nein. Ich will auch... Nee, Squeezer und Fermenter brauche ich gar nicht. Ich will nämlich den Diesel-Generator mit Öl von Buildcraft betreiben. So, jetzt passt mal auf. Wie heißt denn dieses Buch? Ich habe keine Ahnung, wie heißt das Buch von Immersive Engineering? Weil ich habe das ja schon gebaut. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Oh, es gibt übrigens Texturen für Immersive Engineering. Für alle Blöcke und für alle Icons. Aber zum Beispiel für den Mining Drill nicht, weil der irgendwie meinte, die Teilchen sind so klein, dass es gar nicht auffällt. Und hier sehen wir, Slag ist die alte Scrap-Textur aus Industrial Craft. Es sind wiederverwertete Texturen, definitiv. Das ist auch Industrial Craft, nur mit einer anderen Farbe. Das hier ist aus Xenos Reliquary. Gut, Engineer's Manual heißt es. Und die GUIs sind leider auch nicht texturiert. So, wir gucken jetzt hier mal rein. Und da steht Biodiesel. So. Required Materials. Ha! Das ist gut. Endlich! Das ist wirklich gut. 19-mal Light Engineering Block, 8-mal Industrial Squeezer. Auf sowas habe ich echt gewartet. Weil man kann sich verdammt vertun, wenn man zum Beispiel das hier baut. Weil da braucht man viel mehr Heavy Engineering Blocks, aber die Texturen sind nur ganz wenig dunkler als die Light Engineering Blocks. Kann man sich höllisch vertun. So. Lastly, in order to refine plant oil and ethanol into biodiesel, you will need to insert both fluids into a refinery and supply it with power. Okay, jetzt gucken wir mal. Nochmal zurück. So, das ist der Diesel Generator. Und der kann auch auf Fuel laufen. So, das heißt, diese ganzen Fermenter, Refinery und Squeezer brauchen wir gar nicht, weil der arbeitet auf Biodiesel sogar nur ein Drittel so effizient wie auf Fuel. Und, nee, warte mal. For how long in seconds they burn? Oh, Fuel braucht dreimal so lange. Er erzeugt dreimal so viel Strom, aber er braucht dreimal so lange dafür. Okay. Aber das ist kein Problem. Wir können nämlich Fuel einfach herstellen. Da haben wir's. Fuel Bucket. Artifice. Na gut. In einer Refinery. Aus Öl bekommen wir Fuel. Zusammen mit Strom. Was ist ein Cooling Tower? Was ist das? Kenne ich nicht. Und Refinery? Was ist ein Refinery? Ist das die von Buildcraft? Ich weiß es nicht. Fuel Bucket von BC Energy? Auch in der Refinery. Also okay, das wird einfach nur... Das würde die normale Refinery sein von Buildcraft. Und die ist eigentlich nicht schwer herzustellen. Refinery Plating, Refinery Valve. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich kenne nur diesen kleinen Block hier unten mit einem Diamond Gear. Na gut, egal. Ansonsten ist es nur ein bisschen Glas und ein bisschen Redstone. Ist nichts Schlimmes. Darüber werden wir jedenfalls unseren Diesel Generator betreiben. Und der erzeugt dann 4000 Redstone Flux pro Tick. Man könnte natürlich sagen, wir brauchen dann nicht mehr den Big Reactor, den brauchen wir dann nicht mehr, aber die werden ein getrenntes System haben und wir werden sie für verschiedene Sachen benutzen. Dazu kommen wir aber noch viel später.
Wenn wir aber irgendwann Draconic Evolution haben und einen riesigen Multiblock-Energiespeicher erzeugen können, dann können die auch beide ruhig in den gleichen Energiespeicher powern, weil der hält irgendwie ein paar Milliarden oder ein paar Billionen Redstone-Flux. Das ist völlig off-limits. So, wir brauchen noch mehr Yellorium Fuel Rods. Ja. Es ist doch nicht wahr. Moment, jetzt kommt gar kein Stil mehr, wa? Nein, haha. Das war zu wenig. Hä? Ich hab mich verzählt. Was? Na. Okay. Gib mir mehr Kohle. So, das ist alles Kohle, was wir haben. Und dann gib mir mehr Iron. So, das ist auf jeden Fall mehr. Das ist ja schon mal etwas. So, da tun wir jetzt zwei Kohle rein. Und dann nehmen wir mal hier kurz etwas raus, um zu gucken, ob das nachrutscht. Ja, es rutscht nach, aber es ist tatsächlich nicht mehr übrig gewesen. So, dann werden wir hier... Ja, es ist blöd, weil man halt doppelt so viel braucht. Wir werden nochmal 20 herstellen. So, 20. Da ist auch nichts mehr drin. Und dann nehmen wir uns hier jetzt auch 20 von. So, dann stellen wir nochmal 20 Steel her. Okay, gut. Und das machen wir erstmal so. Und sobald das Steel kommt, kann das auch wieder sich selber sortieren. Ach ja, und der Pulverizer hier ist natürlich hoffnungslos verstopft. Nein, ist er nicht. Irgendwo puffert das alles, aber ich weiß nicht wo. Wahrscheinlich hier in dem Conduit-Connector. Nee. Hä? Wo puffert der Shit? Ah nein, das puffert gar nicht. Das ist in den Item-Buffer gegangen. Zeig mir mal meine Diamanten. Oh, scheiße. Wirklich? Das ist... Ah, scheiße. Nether Diamond Ore in den Pulverizer gibt Diamond Dust. Und wie kriege ich da jetzt Diamanten raus? Use? Refinery Plating for Buildcraft Editions. Diamond Wire von Buildcraft Editions. Energium Dust von Industrial Craft 2. Enrichment Chamber. Okay. Wir brauchen eine Enrichment Chamber. Haben wir eine Enrichment Chamber? Warte mal, dann ist doch mein Lapis auch zu Dust geworden. Und mein Redstone? Ah, das ist ja schon Dust. Okay, wir brauchen eine Enrichment Chamber. Wir haben keine. Okay. Doch, hier steht eine. Genau, hier steht eine, verdammt. Also, gucken wir nochmal Diamond. Gib her. Und dann gucken wir nochmal Lapis. Gib her. Warum ist hier überhaupt ein Block? Und dann gib mir auch nochmal Kohle, weil da ist auch Pulverized Coal. Vielleicht kriegen wir das wieder zurück. So, da ist ein Enrichment Chamber. Gib mal... Delta, das geht nicht. Aber Lapis geht auch nicht. Diamond geht aber. So, wie kriege ich aus Lapis Lazuli Dust auch von Industrial Craft mein altes Lapis wieder? Compressor in der Lapis Lazuli Plate. Was mache ich mit der? Nix. Tiny Pile of Lapis Dust. Ist ja toll. Großartig. Ich bekomme das Lapis nicht mehr zurück. Wie würde ich denn aus Nether Lapis Ore überhaupt ein normales Lapis bekommen? Wie soll ich damit umgehen? Ja, Grindstone. Ja, ich sollte es schmelzen, wa? Macerator, Redstone Furnace, Pulverizer, Induction Smelter, Crafting Calculator. Das habe ich noch nie verstanden. Also ich muss es wirklich schmelzen, das darf nicht in den Pulverizer, sonst wird es zu nutzlosem Dust. Das ist doch scheiße. So, und da machen wir mal kurz Lapis draus. So, verdammtes Industrial Craft, das hat mir wieder dazwischen gefunkt. Ich brauche Industrial Craft für etwas anderes, was ich später baue, aber es funkt mir trotzdem ständig dazwischen. So, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Control Rod. Und zwar weitere 4 davon. Bam. So. 1. Naja, komm. Mach mal so. 2. 3 und 4. Wunderbar. Okay, damit kann ich jetzt den Reaktor bauen. Gut. Wir werden ihn später auch noch kühlen, aber dazu komme ich noch. Erstmal bauen wir hier das alles ab. So. Diese Fuel Rod kann erstmal bleiben. So. Das kann von mir aus auch bleiben. Das ist eigentlich egal, wo es ist. Wir brauchen erstmal die Reactor Casings. Das kommt weg. Nee, die Seite muss auch weg. Hier, das. So. Okay. Dann machen wir den erst einmal nach vorne. 2 Blöcke größer. Dann wird er 5x5 in der Fläche und 4 Blöcke hoch.
Und das bedeutet, wir können in den Innenraum 5 Fuel Rods reintun. Der Innenraum ist nämlich 3x3 groß. So, dann gib mir mal die Reactor Control Rods. Die kommen dahin. Und dahin. Und dahin. Und dahin. So. Und diese Fuel Rods kommen genau darunter. So und so. Sieht man auch schon gleich, wie es funktioniert. Wenn es richtig angeschlossen ist, das merkt man ja gleich. Dann kommt in die Mitte noch eine. Wir müssen nur gucken, dass auch wirklich überall alles zu ist. Sonst muss ich es zum Teil wieder abreißen. Dann kommt da noch was hin und da noch. Perfekt. So, das kommt zu und jetzt kommt das hier auch alles wieder zu. Aber jetzt sehe ich gerade, es ist tatsächlich nicht mal zu viel gewesen, was ich gebaut habe. Es war nicht übertrieben. Okay, es war zu viel, aber es war nicht übertrieben. So, jetzt brauche ich hier den Reactor Controller und natürlich auch meinen Reactor Access Port. Von dem ich eigentlich noch einen zweiten bauen könnte, damit Waste und Fuel in zwei verschiedenen Outputs kommen. So, da kommt jetzt wieder Yellorium rein, das sofort weg ist, weil mehr reinpasst. Und wir machen den jetzt mal... Warte mal, den müssen wir erstmal neu konfigurieren hier. Ich will nämlich, dass der... Reactor Redstone Port. So. Genau. Set from Signal. Dann werden wir das mal kurz aktualisieren. Und jetzt ist er an. Und wie viel Strom erzeugt er? Er erzeugt viel auf jeden Fall. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. 1,6 Kilo Redstone Flux. Da wird er ungefähr stehen bleiben. Also gerundet 1600 Redstone Flux. Und hier passen 5000 in die Pipes rein. Also gut, dass wir geupgradet haben. 1650 Redstone Flux. Großartig. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Yellorium. Das ist jetzt wichtig. Yellorium haben wir genug. Nehmen wir mal ruhig 2 Stacks, da passt einiges rein. Sieht bedrohlich aus, ne? Wir können ihn eigentlich später noch nach vorne weiter bauen oder... Eigentlich können wir ihn auch zur Seite bauen, dann machen wir halt den Access vorne. Das kann ja alles an einer Seite sein, das ist ja egal. Wir können ihn auch nach oben bauen. Also da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nur das maximale Limit darf man nicht überschreiten. Wo das liegt, weiß ich nicht. Oh! Wow, scheiße, jetzt hat er... jetzt hat er erstmal volle Fuels. Und jetzt hat er 2700 Redstone Flux pro Tick. Scheiße. Aber wo bleibt denn das alles? Der schaltet sich nicht von alleine aus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, der muss sich von alleine ausschalten. Also, wir schalten ihn einfach aus. So, weil wir ihn überhaupt nicht brauchen. Das ist viel zu viel. So, der erstellt viel zu viel jetzt. Donnerwetter. Okay, wir müssen jetzt also selber darauf achten und den Reaktor immer wieder ausmachen, weil er durch das Fuel brennt wie nichts. Der brutzelt dadurch, ist unglaublich. Es sind schon 2,4% verbraucht vom Fuel und das Waste sind fast 1000 Millibuckets. Wenn wir den jetzt wieder anmachen, geht der Waste gleich über 1000 Millibuckets. Guck mal, der steigt schneller als im Sekundentakt. Wir müssen den unbedingt kühlen, der ist viel zu heiß. Und wenn er bei 1000 Millibuckets ist, dann wird ein Cyanide ausgegeben. So werden wir schnell durchbrutzeln. Da ist ein Cyanide nach 1000 Dingern. Okay, gut. Wir machen den einfach wieder aus. Er stellt 2700 Redstone Flux. Das ist zu viel. Also, er ist nicht effizient genug. Das ist das große Problem. Wir werden ihn kühlen mit Redstone. Jetzt? Warum nicht? Wir holen uns Redstone. So, Redstone. Und einen Bucket. Haben wir genug. Und dann werden wir mal ein bisschen Redstone verflüssigen. In diesem Setup, was wir bis jetzt noch nie gebraucht haben. Ich glaube, man braucht 4 Redstone für einen Bucket. Nein, man braucht 10 Redstone für einen Bucket. Okay, kein Problem. So. Der füllt jetzt den Bucket. Und damit werden wir jetzt einen Zwischenraum von dem Reaktor kühlen können. Ich meine, ausfüllen können. So, und wir werden mal den hier hinten machen. So, von mir aus. Ist ja eigentlich egal. Nee, wir machen lieber den. Ich weiß nicht, ob flüssiges Redstone gefährlich ist. Es könnte natürlich sein, dass es heiß ist und deshalb gefährlich. Nein, flüssiges Redstone ist nicht gefährlich. Okay, wir kommen noch zu Kühlmitteln, die gefährlich sind. Und dann werden wir den Reaktor oben aufmachen. Oder ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen werden. Mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht. So,
Okay, das ist jetzt erst einmal wieder zu. Wir haben jetzt natürlich noch 4 Freiräume, die wir noch kühlen wollen. Deshalb werden wir mal noch mehr Redstone verflüssigen. So, wir werden also nochmal 40 Redstone verflüssigen müssen. Für weitere 4 Buckets. So.